Ladies and Gentlemen, liebe MenschInnen da draußen. Ja, heute geht's mal hier um das Pixel 4a 5G. Erschienen vor circa genau 3 Jahren, Ende September 2020. Da hat die chinesische Seuche uns schon alle gepackt gehabt. Ja, und wie gesagt, das bekommt jetzt gerade nochmal Android 14. Gerade erst ausgerollt. Wir werden sehen, wie es damit läuft. Der kleine Bruder ohne 5G, der bekommt das nämlich schon nicht mehr. Finde ich ein bisschen schäbig, aber nun gut. Lach eine ganze Zeit lang bei mir rum. Wir werden es jetzt auspacken zu den technischen Daten mal ganz kurz. Wir haben hier einen Snapdragon 765G. Ist natürlich alles nicht mehr aktuell oder vom Feinsten. Wir haben hier auf der Rückseite noch einen Fingerprint. Das finde ich eigentlich immer ganz smooth. Wie gesagt, während ich hier absülze, können wir dann das Ganze auch schon mal auspacken. Ich denke, damals gab es noch, ihr seht hier noch den kleinen smoothen Siegel. Ich brauche übrigens gar nicht das Messer, merke ich gerade. Wow, schön. Hier auch nochmal einen. Damals gab es, glaube ich, noch Ladegeräte, wenn mich nicht alles täuscht. Bam, da ist es schon. So, legen wir es mal raus und werfen einen ganz, ganz kurzen Look. Also, hier ist noch alles bei. Ladegerät knallt aber leider nur, ja, du sagst es, 18 Watt raus. Ist nicht so dolle, aber wie gesagt, damals war es wenigstens noch im Lieferumfang enthalten. So, kurzen Blick auf das Gerät. Ich gebe euch ein paar kurze technische Daten. Wie gesagt, hier auf der Rückseite noch den Fingerprint. Finde ich persönlich ganz cool. 128 GB, leider Speicher wie immer bei Google nicht erweiterbar. Man soll halt auf Google Drive ausweichen. Und ja, ansonsten 6,2 OLED-Panel hier. Full HD-Auflösung. Was hatten wir da? 2340 x 1080 Pixel. Ergibt dann 413 ppi nach Adamicus Riese. Auf der Rückseite die Kamera. Wir haben hier eine 12 Megapixel, die Ultraweit ist sogar 16. Auf eine Telefotokamera müssen wir in der Preisklasse natürlich verzichten. Ansonsten, die Vorderseite ist bedeckt von Corning Gorilla Glass 3. Filmen tut das Ganze in 4K bei 60, 30 und 60 Frames per Second. 1080p Aufnahmen gibt es in 30, 60, 120 und sogar 240 FPS. Die kleine süße Selfie-Kamera hier oben links knipst in 8 Megapixel und nimmt eure Videos in 1080p auf. So, ihr lieben Leute, innen, Mensch, innen da draußen. Ja, viele Monate sind seit dem Unboxing vergangen. Das habe ich noch Ende 23 gemacht. Mega virtueller Cut, kann man sagen. Wie gesagt, ein paar Notizen hier. Knallt mich nicht auf Perfektion. Nagelt mich da nicht drauf fest. Kleines Free-Schnauze-Review hier. Ja, ich habe das Google Pixel 8 daneben liegen. Das benutze ich auch seit einiger Zeit. Machen wir mal so ein paar kleine Mikro-Vergleiche. Erstmal hier, der Body ist natürlich völlig aus Plastik. Aber Hülle kommt natürlich drauf. Fingerabdruck hinten ist gut, gefällt mir. Der farbliche Akzent hier des Power-Buttons ist eine richtig geile Idee. Das sollten sie beim Pixel 8 auch mal wieder machen, finde ich. Ja, ist das ja hier alles noch so ein bisschen... Boah, ist das schon ausgesülzt hier. Auch mal sauber machen. Naja, auf jeden Fall, Verarbeitung ist natürlich nicht monsterhochwertig. Das Display, ja, ein OLED haben wir hier. Und ich muss sagen, es ist gut. Die Farben gefallen mir sehr, sehr gut. Schön, knackig, intensiv, wer darauf steht. Was mir aber nicht so gefällt, ist die Helligkeit. Ihr seht hier, ich muss hier im normalen Alltag auch in Innenräumen ziemlich hoch der Helligkeit gehen. Wenn ich das jetzt richtig runterschraube, dann sieht man fast gar nichts mehr. Kompletter Kontrast zum Samsung Galaxy S23, 24. Film mir gerade noch mit dem S23. Also wir brauchen hier schon richtig viel Helligkeit, um was zu sehen. Draußen bei knallendem Sonnenlicht ist das natürlich dieses Display-Problem. Im Inneren gefällt es mir eigentlich echt ganz gut, weil ich die Farben sehr, sehr mag. Ja, und eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht vergessen darf zu erwähnen, ist die Tatsache, dass wir hier noch unbegrenzten Fotospeicher haben mit allen Fotos, die wir auf dem Gerät aufgenommen haben. Hier steht es ja nochmal, auf diesem Pixel 4a 5G können unbegrenzt viele Fotos und Videos kostenlos in der Qualität Speicherplatz sparen gesichert werden. Ein Relikt aus alten guten Zeiten, als die Pixel-Geräte das noch alle hatten. Das gab es dann nicht mehr seit Juni 21. Wer aber noch ein Pixel 4a 5G hat, der hat das dauerhaft für immer. Ist natürlich wirklich eine tolle Sache und dahin sollte Google, um Alleinstellungsmerkmale zu pflegen, aus meiner Sicht wieder hin. Dafür waren die Pixel-Geräte bekannt. Sehr, sehr schade, dass es das nicht mehr gibt. Wie gesagt, hier auf dem Pixel 4a 5G gibt es das noch forever. Cooles Feature auf der Rückseite dank des ziemlich schnellen Fingerprint-Scanners ist die Tatsache, dass wir hier einfach mit ziehen, mit runterziehen, das Benachrichtigungscenter ausklappen können, funktioniert im Alltag, ist eine echte Bereicherung. Leider, da die neuen Geräte ja keinen Fingerprint-Scanner mehr hinten haben, ist das dann nicht möglich. Also hier habt ihr das noch im Alltag absolut usable, macht Spaß.
So, natürlich gibt es ja auch eine Kamera, zweifach auf der Rückseite mit einem Sensor, der noch im Pixel 2 verbaut wurde. Also den hat Google ja wirklich lange eingesetzt. Gefühlt seit Jahrzehnten sind die Pixel-Smartphones aus meiner Sicht mehr als zu Recht dafür bekannt, hervorragende Point-and-Shoot-Eigenschaften zu haben. Und auch hier beim Pixel 4a 5G ist das natürlich der Fall. Ganz, ganz klar. Was wir natürlich verzichten müssen, ist Zoom. Hier gibt es keinen optischen Zoom. Bis zweifach ist das aber noch, kriegt der digitale Zoom das noch sehr, sehr gut geregelt. Wir können hier übrigens nur gehen bis maximal siebenfach. Dann nimmt das Ganze dann aber auch brutal massiv ab. Vielleicht noch so ansatzweise draußen zu gebrauchen in Innenräumen oder bei Nacht ist das natürlich dann schon kompletter Murks. Ja, ich habe gerade einfach gerade mal Idealo bemüht, um mal zu schauen, gibt's das Teil überhaupt noch? Ja, wir können es noch kaufen. 299 Euro. Leute, ganz ehrlich, lasst es einfach bleiben. Ist viel zu teuer für die alte Kiste, auch wenn die noch gut ist. Wenn ihr das Gerät noch habt, werdet ihr mit Sicherheit noch viele Jahre Spaß daran haben. Aber ey, 299 Euro würde ich da im Leben nicht für ausgeben. Werft lieber einen Blick auf das Pixel 8. Das gibt's mittlerweile schon, ist ja noch nicht mal ein Jahr vergangen, für 525 Euro. Teilweise auch mit Handyvertrag wirklich super, super günstig. Das macht dann schon wesentlich mehr Sinn. Und hier ist auch wesentlich mehr Power drin. Insgesamt natürlich das bessere Gerät. Und dann sollte man lieber die 200 Euro mehr investieren. Wie gesagt, wer das Gerät noch als Zweit-, Dritt- oder Viertgerät wie ich hat, da macht das definitiv natürlich noch etwas mehr Sinn. Insgesamt ein gutes Gerät. So, jetzt nochmal ein kleines Fazit. Ich muss zum Ende kommen. Draußen geht schon wieder die Welt unter. Ja, ganz klar, wer das Teil noch zu Hause rumliegen hat oder es für einen Huni bekommen kann, irgendwo im guten Zustand, der hat meinen Segen. Neue 300 Euro würde ich dafür definitiv nicht mehr ausgeben. Alleine schon wegen den Sicherheitsupdates. Aber hey, es ist einfach ein gutes Gerät, es macht solide Fotos, hat eine gute Performance. Ich kann da gar nicht meckern, reicht für den Alltag für 95% der Leute da draußen wirklich fett aus. Mein Kauftipp dagegen, wenn ihr im Pixel-Universum bleiben wollt, holt euch ein Pixel 8. Hier nochmal übrigens der Display-Vergleich, die kann man auch sehr, sehr gut vergleichen, die beiden Geräte. Haben nämlich beide 6,2 Zoll. Ja, kaum zu glauben, denn das Pixel 4a 5G ist natürlich viel, viel breiter. Das sind hier noch 74 mm auf dem Pixel 4a 5G, während wir nur so um die, was war es hier nochmal, 70,8 auf dem Pixel 8 haben. Verarbeitung natürlich viel, viel besser. Hier beim Pixel 8 mit dem wunderschönen Metallrahmen hier. Sehr gutes Gerät insgesamt. Optischen Zoom ist da auch eher Fehlanzeige, aber natürlich die ganze Pixel-Performance. Und bei dem Pixel 4 8 bekommt ihr natürlich auch mittlerweile Updates bis ins Nirvana. Das nur mein kleiner Tipp zur Kaufempfehlung. Macht, was ihr wollt. Abonniert den Channel oder lasst es. Ist eh scheißegal. Wir sehen uns, wann ich Bock habe, im nächsten Video. Take care. Andi bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal.